Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark. In der letzten Folge sind ich und Reggie heil nach Hause gekommen. Ich habe mein Parasaurus gezähmt und wir haben festgestellt, dass Bären nicht mit Bowlern gefangen werden sollten. Und in der heutigen Folge wird etwas ja, ganz Spezielles passieren. Was es sein wird, das erfahrt ihr in der Folge. Ich habe Level Up. Ja, ist doch cool. Ich habe gerade versucht, ein Pferd zu zähmen, aber Aber. der hat sich befreit und jetzt läuft er irgendwie um mich herum und verarscht mich. Ich Auch habe jetzt erstmal ein schön. Level Up. So. Ja, immerhin. Was kann ich denn jetzt alles machen? Zement, Patschi. Ach, die Holztreppe. Ja, stimmt, da kommt gleich die Leuchtpistole, auf die ich mich damals gefreut habe und dann Ja, genau. enttäuscht war, dass es eine Leuchtpistole ist. Ja. Ich habe mich gerade erinnert, dass man Steine mit der Axt besser finden kann als mit der Spitzhacke. Was immer noch völlig behindert ist. Naja, ich will ja keine Feuersteine haben. Ja. Aber was hältst du denn davon, wirklich einen Holzstall zu bauen? Ja, wenn wir genug Holz finden, können wir das gerne machen. Ja, wie gesagt, rennen wir halt ab und zu mal rum und töten Dinos. Und dann können wir auch das Holz farmen. Hört sich bei dir so leicht an. Ja, ich meine, wie gesagt, ob wir jetzt Stroh farmen müssen oder Holz. Ja, können wir machen. Ist ja gar kein Problem. Och, Para, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Was? Er steht viel zu weit weg. Ich bin überladen, ich kann mich nicht bewegen. Und er guckt mich an und denkt sich so, tja, sieh mal zu, wie du klarkommst. Ja. Zum Glück kann man so einen Scheiß auch einfach wegwerfen. Fang, Para! Ich stelle mich näher an den Para ran. Und dann hebe es wieder auf. Voll gut. Oh, Paralevel 6. Könnte nicht irgendwie höher Level sein, damit ich mehr Erfahrung kriege? Was vom Töten? Ja? Du tötest Paras? Ich töte alles, was ich töten kann. Ja. Ja, siehst du, und nebenbei kann man auch Holz farmen. Theoretisch. Ja, wenn ich mein Tier dabei hätte. Weil, ja, weil ich sie ja nicht habe, weil ich nicht reiten kann. Naja, ich weiß. Alles gut. So, habe ich noch irgendwas zu essen hier? Was ist das? Ein Pilz, so schwarz wie eine mondlose Nacht. Scheint sehr betäubend zu sein. Nein, das esse ich jetzt nicht. Besser ist. Der zerpflücke ich lieber den Kram hier. Und ich muss mal mein OBS öffnen. Zack. Warum? Ach Weil ich so. sonst nicht weiß, ob es irgendwelche Probleme gibt beim Aufnehmen. Deswegen habe ich Ja. OBS eigentlich mal offen. Damit du das siehst, Ja. muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wenn OBS ausfällt oder irgendwas passiert, dann sehe ich das natürlich. Oder wenn das Bild schwarz wird. Ja. Ups, was habe ich da gegessen? Ein ölig aussehender Pilz, der selbst im dunkelsten Licht golden glitzert. Sieht belebt. Okay, Ja, dann ist das alles ist gut. der durstig macht. Diese Scheißbären überall. Tja, erst waren es Hyänen, jetzt Bären. Ja, die Bären sind ja nicht so schlimm. Du hast gerade gesagt, diese Scheißbären überall. Ja, aber die sind nicht so schlimm wie die Hyänen. Ja, gut, das stimmt. Oh, Paradies. Was? Überall Kleintiere, die man töten kann, die nicht weglaufen können. Sehr schön. Holy, lauf doch über mich drüber.
Oh, wir haben sogar zwei Spinnen schon. In der Nähe oder Oder? was? Ja, ich glaube ja. Ja, wir haben zwei Spinnen und beide spinnen rum. Also, die eine springt rum und freut sich ihres Lebens und auf der linken Seite haben wir eine, die wieder irgendwie irgendwas angreift. Okay. Ich dachte erst, es wäre die eine, aber nee. Hatte ich ja schon im letzten Stream gesagt. Mit der zweiten? Ja. Das eine links von uns Echt? ist eine rechts von uns. Wisst ihr, ich vergessen. So, dann töten wir dich als nächstes. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Viecher sind, die uns vorhin so zugesetzt haben. Hier ist keiner mehr. Hier sind überall noch kleine Dinger. Sind wahrscheinlich Komisch, weggegangen, weil es nicht mehr oder? so interessant war ohne uns. Ja, genau. Die kommen nur, wenn wir da sind. Tja. Solange wir sich nicht wieder irgendwelche Raptoren hier bei uns ins Gebiet verirren, ist alles gut. Ach, mein Raptor, eines Tages reite ich dich und dann bin ich mutig genug, alles möglich anzugreifen. Oh. Greife ich auch die Bären an. Ist mir scheißegal, dann lösche ich die Bären hier aus. Mach das. Ich werde immer wieder verarscht von der Kiste, die da noch steht, ne? Warum? Ich denke immer so, oh, da sind bestimmt Sachen drin. Ach nee, das ist die Kiste. So, wie viel habe ich jetzt? 82 Liter, ja, ich denke, jetzt kann ich zurück, ne? Obwohl, ich brauche noch ein bisschen was für die Betten. Das wäre, glaube ich, nicht Ja, so schlecht. stimmt. So, um die 30, 40 haben wir noch in der Kiste, ne? Das würde für ein Bett reichen. Ja, ich glaube sogar irgendwie 43 oder so haben wir noch. Ja, gut. Wollen wir zwei Betten haben, oder? Ja. Sicher, sicher. Gut, dann muss ich mit 120 Liter zurückkommen. So, meine Wenigkeit hat jetzt nämlich 98, das heißt noch 22. Okay. So, und ich habe 2, 4, 6, 70 Fleisch dabei. Ja, das hört sich doch gut an. Kühlschrank wäre nicht schlecht, ne? Ja, auf jeden Fall, aber den können wir halt noch nicht bauen, ne? Ja. Ja, aber ich muss sagen, wir haben eigentlich schon relativ gut Plätze mit Bäumen. So also zumindest die Pilze sind ja ein paar am Strand. Und dann mal gucken. Mit meinem Raptor zusammen traue ich mich ja auch mal nach oben. Wo sind die ganzen schrecklichen Tiere hin, die wir gesehen haben? Hier ist nichts mehr. Die haben sich gegenseitig einfach gefressen. Hier ist jetzt eine So sieht's Schildkröte aus. anstatt die hier hin. Muss ich mir mal den Unterschied vorstellen. Wie geil ist das denn, ey? Ja. Das haben die mit Absicht gemacht. Oder irgendwie sind die ganzen Tiere jetzt auch irgendwie so Niedriglevel? Wo sind die ganzen großen? Level Die haben einfach 9. nur gehört, dass du gemeckert hast und haben sich gesagt, ja gut, okay, wenn du das nicht willst, dann eben nicht. Tja, so kann es dann gehen, ne? Aber hier sind jetzt ganz viele Egons jetzt. Das gefällt mir. Oh, Egons. Oh mein Gott. Den müssen wir auf jeden Fall, den ersten müssen wir dann auch ganz, also ganz nach
dem Prinzip auch Aegon nennen. Ja, natürlich. So, und ich finde es immer noch schade, dass wir diese Riesenbäume nicht abfällen können. Irgendwann finden wir ein Gebiet mit 1 Milliarde Bäumen und ein bisschen Wasser, das würde uns dann reichen, ne? Ja, naja, wenn wir dazu noch Kristalle hätten und ein bisschen Metall noch und... Ach, mir fällt bestimmt noch ein bisschen mehr ein, was wir brauchen. Aber dann ist alles gut. Nein, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir Steingebäude haben zum Beispiel, sind wir hier perfekt dran, ne? Wir haben massig Steine. Oh, Erdbeben. Erdbeben. Oh fuck, ich habe vergessen, die Sachen abzuladen. Erdbeben. Ich könnte sogar rein theoretisch versuchen, einen Skorpion zu zähmen, ne? Ja, theoretisch. Ich meine, du hast ja gesehen, wie leicht wir ihn besiegt haben. Ich meine, okay, der war ja auch bloß Level, keine Ahnung. Nicht hoch. Doch, der war hoch. Der war irgendwie 65 oder so. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja, ich produziere jetzt erstmal ein bisschen fauliges Fleisch und stampfe ich mir da gleich den Skorpion. Stimmt, fauliges Fleisch kann man auch verfüttern. Vielleicht wollte das Schaf vorhin das essen. Oh, jetzt läuft hier ich auch noch... Ich rätsel immer noch. Was? Ah, ein Raptor läuft auf mich zu. Jetzt nicht direkt auf mich, sondern er verfolgt halt so ein fettes Viech. Tja. Wie gesagt, vorhin wolltest du die Tiere nicht, sie sind weggegangen. Jetzt fragst du dich, wo sie hin sind, jetzt kommen sie wieder. Merkst du was? Ich zähme jetzt einfach einen zusätzlichen Raptor, kann ja nie schaden. Mach das. Haben wir einen Ersatz zu Hause. Ach, ist das cool. Ganz ehrlich, ey, diese Erdbeben, das ist immer so geil. Okay, der Skorpion ist tot. Er hat sich mit dem falschen Viech angelegt. Gott, ist das Viech super. Dumm. Ich wollte, weißt du, er begeht lieber Suizid, anstatt von mir gezähmt zu werden. Ja, denk mal drüber nach. Toll. Au. Wir haben übrigens exakt 41 Leder bei uns in der Truhe. Wird von Fliegen angegriffen. Nein. Von Fliegen? Ja. Ich fand es nicht so geil, dass ich den Skorpion getötet habe, glaube ich. So. Also von diesen Libellen. Die du meintest, sie sind eigentlich unschuldig. Die Glühwürmchen. Nein, die Libellen. Da waren doch. Oder meintest du die Glühwürmchen letztens? Ich meinte die Glühwürmchen. Achso, gut. Weil ich wurde gerade von kleinen Libellen angegriffen. Nee. Das waren wahrscheinlich die, die uns auf der Insel auch so fertig gemacht haben. Deswegen habe ich gedacht, dass die Glühwürmchen gefährlich sind. Aber ihr habt irgendwann gesehen, Glühwürmchen sind gar nicht gefährlich. So, ich würde sagen, der Raptor bei uns zu Hause, der wird mein Reitvieh, ne? Den kann ich dann reiten und jetzt habe ich hier so ein Schutzvieh. Habe ich zwei Raptoren, wieso nicht? Ja. Hast einen gezähmt, ja? Ja, der liegt ja gerade. Na ja, cool. So. Ach so. Wollen wir den Tieren dann was Richtiges aus Holz bauen? Also, was heißt Richtiges? Jetzt so einen richtigen Stall auch mit Inneneinrichtung sozusagen. Was willst du den Tieren für eine Inneneinrichtung bauen? Stall halt. Keine Ahnung. Halt, also ich meine, jetzt dachte ich jetzt richtig mit Fundament und allem drum und dran. Naja, die bekommen halt einen Raum, wo sie rein können, wo ein Futtertrog ist und sie sich einen Keks freuen können. Genau. Na so. Und einen Zaun. Weil für Außenbereich und so. Weißt du, so schön, was halt draußen. Aber ja, ich mach das schon. Ja, du machst das schon. Ich zähme sonst so lange 1 Milliarde Raptoren und damit ich Begleitung habe. Perfekt. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Holzlaufsteg. Was ist denn los? Ey? Der schubst mich immer weg. Wenn er sich gleich befreit, bin ich tot. Okay.
Der Raptor oder was? Ja. Hast du nicht gesagt, der liegt? Ja, der ist ein Zweiter. Okay, Ach ich habe ihn gerade mit meinen Fäusten so. runtergeprügelt, alles gut. Okay. Es liegen hier zwei Raptoren, die ich zähme. Auch schön. Ich mache mir eine Raptorengarde. Ja, das ist auf jeden Fall besser als meine Idee mit der Dodo-Armee. Ja. So. Nebenbei versuche ich noch zu überleben, indem ich mir ganz viel Essen reinziehe. Ja, das ist eine gute Idee. Level up habe ich auch. So, noch ein Raptor, der gerne gezähmt werden möchte. Ich glaube nicht. Ich denke sich jetzt alle so, ach, nö. Oh nein, oh nein, ich bin tot. Was? Ich bin in Pilze reingelaufen. Oh nein. Und ich hatte nur Hälfte an Leben. Verteidigt sich gegen. Oh, ich habe überlebt. Gerade noch so. Ich glaube, ich habe irgendwie noch 10 HP oder so. Oh Mann, ey. Gut, Zeit, Pilze zu sammeln und dann die Gesundheitspilze zu fressen. Vielleicht hilft das ja. Ja, wie gesagt, von denen bekommst du Durst, glaube ich. Nee. Nee, die bringen nichts, außer dass sie dich heilen. So war das. Ja, aber genau das brauche ich. Heilung. Ja. Kann ich diese Giftpilze einfach einsammeln und mich dann Keks freuen? Ja. Wer weiß? Kann man einsammeln. Dann sind sie auch nicht mehr da. Ach echt? Du kommst so weit ran, dass du die einsammeln kannst? Mhm. Cool, was bekommt man davon? Normale Pilze. Ach so, ist ja lame. Lame. Ich hätte wenigstens gedacht, irgendwas Cooles. So, und wenn ich gleich eine Armee habe von irgendwelchen Sauriern, kann ich eigentlich alles umbringen, was ich möchte. Ja. Oh nein. Was? Du kommst nicht nah genug ran, um sie zu pflücken. Was denn nun? Ich bin tot. Oh nein. Egal, ich kann da nochmal hinlaufen. Vor allem steht da, der müsste eigentlich jetzt stehen, wurde von Pilzen getötet. Was stand da? Und er einfach nur wurde getötet. Ja. Voll langweilig. Vorhin hat es geklappt und dann habe ich es nochmal versucht und dann wurde ich vergiftet. Ja gut, giftige Pilze anfassen und einatmen, sollte man vielleicht beides nicht. Ja. Gott, ey. Also Holzfundamente herstellen wird mühselig. Sag ich ja. Aber der Rest geht. Also der Rest ist nicht so schlimm. Du glaubst das nur. Das ist eine Täuschung. Das ist einfach eine Täuschung. Soll ich dir sagen, warum? Ja. Wie viel Holz für ein Fundament brauchst du? 80. Genau. Und wie viel für eine Wand? Warte. Sage ich dir sofort, ich glaube, 40. Genau. Hört sich im ersten Moment einfacher an, weil du denkst, ja gut, ist einfacher als so ein komisches Fundament zu bauen. Allerdings bauen wir ja zwei nach oben. Das heißt, es sind trotzdem 80. Ja. Stimmt. Ja, aber Stroh ist voll lame. Ey, Mann, wer baut schon Strohhäuser? Ich? Nein. Will ich? Ich habe das gebaut. Nicht du.
Ein Raptor ist fertig. Juhu. Yay! Folge mir, mein Kleiner. Oh, ich hab dich geschlagen, sorry. Gleich mal gezeigt, wo es lang geht. Bam! Also so getan, als ob er nett ist. Und dann kriegt er jetzt übergebraten. So, Leiche einsammeln und gleich in Fleisch verwandeln. So. Und dann wieder anziehen. Yay. Gott, ey, die Charaktere können aber auch einfach nichts tragen. Tja. So, das kommt weg. Ja, ich versuche halt die ganze Zeit hier irgendwie Platz hinzukriegen. Aber ich meine, Bauplatz haben wir echt so gar nicht. Oh Gott, ich habe die Hyänen gesehen. Die sind gleich wieder da. Oh je. Ich kann nur hoffen, dass mein Raptor aufsteht, bevor sie da sind. Ja. Ich glaube, gegen so eine Son Goku-Hyäne kommen auch meine Raptoren nicht klar. Wer weiß. Okay, die sind jetzt schon bei den Pilzen. Und die Pilze sind direkt neben dem Raptor. Ach. Das heißt, keine Chance oder was? Das heißt, wenn die Hyänen gleich Bock haben, den Raptor, der da liegt, aufzufressen, dann tun sie es einfach. Meinst du, die bekämpfen sich gegenseitig? Ja, klar. Sicher? Wieso sollten sie es nicht? Keine Ahnung. Vorhin haben die Raptoren auch nicht mit dem anderen Vieh gekämpft. Ja, weil sie wahrscheinlich nicht nah genug dran waren. Naja, doch, die waren ja danach. Also bevor du sie gesehen hast, waren sie ja direkt Okay. nebeneinander. Die Son Goku-Hyäne hat ihn, glaube ich, in Ruhe gelassen. Er liegt da noch. Ja, siehst du? Ich Kann glaube, aber auch sein, dass dass er da die. tot rumliegt. Ich weiß nicht. Nee, sonst hätte er ihn gefressen, ne? Ich glaube ja. Also ich glaube, wenn die sich gegenseitig, also wenn Fleischfresser sich gegenseitig fressen, also töten, dann fressen sie sich auch. Die Frage ist nur, wenn der Raptor gleich aufsteht und zu mir gehört, eindeutig mir zugewiesen ist, wird er ihn dann töten? Das wirst du, glaube ich, gleich herausfinden. Und die Spannung steigt. Also mit ein Ach bisschen ja. Glück könnte ich eine Hyäne quasi mir schnappen, wenn die wirklich mal komplett voneinander getrennt sind. Das Problem ist, jetzt kommt auch noch ein Kanu an. Oh Gott. Ja, genau, den meine ich vorhin. Den hat, also die Raptoren haben sich mit dem eigentlich vertragen. Ach, wie süß, ein Triceratops Level 2. Oh, willst du ihn mitnehmen? Nee. Warum nicht? Oh. Ich habe keine Betäubungspfeile. Mein Bogen habe ich auch nicht mehr. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ja, mein Raptor steht auf und die Hyänen sind ganz weit weg. Ja, cool. So, mein Kleiner, schnell. Verhalten, folgen, schnell. Oh, Ey. ich hab's geschafft. Hui, so, ich habe eine kleine Raptor-Armee. Wie viel hast du jetzt gezähmt? Zwei. Oh, immerhin. Immerhin. Naja, dabei wollte ich eigentlich einen Skorpion haben. Ja. Tja, so läuft das. Ach du Und Scheiße, ich habe gerade erst gesehen, wie die Hyänen angreifen.
Die greifen gerade einen Bock an und die springen ungefähr 10 Meter in die Luft auf dich drauf. Okay, krass. Und hi Johnny. Ach stimmt, ich kann den Chat gar nicht mehr sehen. Oh, ja. Hey, Johnny LB. So. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wollte ich da. Ach, scheiße, ich setze einfach erstmal. Ich setze einfach das erste Fundament und gucke, was passiert. Also eine Ich Sache, werde die ich schon mal sowieso. gelernt habe, ist, dass ich mit zwei Raptoren auch nicht die den Nacktmull angreifen brauche. Ja, das stimmt. Ah nein, was läuft denn hier? Oh, da ist ein neuer Was? Kano gespawnt bei uns vor der Basis. Vor der. Oh nein. Er greift gerade ein Pferd an und das Pferd läuft gerade zum Wasser. Nein! Ah ne, er wurde aufgehalten von irgendwas. Ich weiß nicht, ob meine beiden Raptoren ihn töten könnten. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, aber vielleicht mit Hilfe von anderen, von all den anderen Raptoren und so. Ja, Freunde, und das war's auch schon für heute. Ich habe zwei Raptoren gezähmt. Meine Verteidigung, wie lange sie mich verteidigen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.